danke für diesen musikalischen Überraschungsbeitrag. Ein toller Text, danke. Ja, apropos Musik, neben mir steht der Rüdiger. Ich glaube, der möchte was zum Thema Musik sagen oder zum Thema Scientist oder beides. Mach mal. Heute zum Thema Musik. Also ich bin sehr dankbar, dass wir diesen spontanen Beitrag hatten, weil es mir dann leichter fällt, das zu sagen nach all dem Bedrückenden, was ihr vorher schon gehört habt. Damit wir Erfolge erzielen, und das haben wir ja bereits, Rodungsstopp ist ja eine ganz tolle Sache, muss zu der Wut, die wir haben, auch ein Optimismus kommen, eine Aufbruchstimmung und eine Fröhlichkeit. Und in diesem Rahmen plant die Hammi-Support-Gruppe aus Aachen in ein paar Wochen ein Festival. Das hat den Titel Sounds for Climate und findet in Aachen statt, in der Sörs im Tuchberg. Dazu möchte ich euch alle einladen. Der Eintritt ist frei. Am Samstag, dem 14. September 2019. Die Türen öffnen um 12 Uhr und es geht bis 22 Uhr. Und ich sage euch mal, wen wir als Musiker da haben. Wir haben Gerd Schinkel da, den kennen, glaube ich, die meisten von euch. Der mit dem Gerd Schinkel Trio kommt. Und wir haben ein weiteres Urgestein der Protestmusik da, nämlich Klaus den Geiger. Und wir haben einen weiteren Liedermacher, der ein nicht ganz unbegabter Pianist ist und im letzten Jahr ein Lied über den Hambacher Wald im Hambacher Wald aufgeführt hat, nämlich Bodo Wartke. Und wir haben auch rockigere Sachen dabei. Wir haben die Band The Bloodstrings da, die Independent Rock macht, wenn ich das richtig rubriziere. Wir haben eine sehr schöne Punkband mit einer tollen Sängerin, Superbond. Und wir haben aus Aachen Final Virus, die wirklich eine ganz großartige virtuose Musik im Rock-Jazz-Kontinuum macht. Das ist unser musikalisches Programm. Dann gibt es viele Initiativen aus der Klimagerechtigkeitsbewegung, die sich dort vorstellen. Es gibt vegane Küche und es ist alles nachhaltig. Deswegen, wenn ihr kommt, kommt wenn möglich ohne Auto. Es gibt eine schöne Busverbindung zu dem Tuchwerk in der Sörs, die Linie 54 in Aachen. Und es gibt auch genug Stellplätze für Fahrräder. Und ich würde mich freuen, viele von euch da wiederzusehen. Das wird ein tolles Ding. Und dann können wir die Wut mal an zweite Stelle platzieren und das Tanzen und die Fröhlichkeit an erste. Dankeschön. Ja, super. Ja, ich freue mich auch schon, 14. September. Beim Klaus der Geiger, ich meine, die meisten kennen ihn, mir fällt dann immer ein, ich glaube, das ist der erste Mensch auf der Welt gewesen, der mit Geige geboren worden ist irgendwie, und das ist unfassbar.